in der Klinik am Südring. 2016 wurden bei den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen über 870.000 Arbeitsunfälle gemeldet. Stürze zählten dabei zu den häufigsten Unfallursachen. Das Team der Klinik am Südring bekommt es heute mit einem Maler zu tun, der beim Streichen gestürzt ist. Noch ahnt niemand, dass es sich hier allerdings um keinen klassischen Arbeitsunfall handelt. Das ist der Herr Kamann, 24 Jahre alt, im Rahmen seiner Tätigkeit als Maler. Wir haben ihn an der Leiter vorgefunden. Die Leiter war ca. 1,50 Meter, 1,70 Meter, ja, also jetzt nicht so hoch. Ne? Mhm. Haben ihn halt vorgefunden, konnte uns keine adäquaten Antworten geben. Ja, also das heißt neurologisch klar ein bisschen Vigilanz gemindert. Mhm. Ja, wir haben ihn vorsichtshalber, weil wir halt das Unfallmechanismus, das passte von vorne und hinten nicht. Er hat vorne eine Kopfplatzwunde, hinten eine Kopfplatzwunde. Das passt uns überhaupt nicht zusammen. Eigenartig bei Herrn Kamann war, dass er am Kopf zwei Platzwunden aufwies. Und diesen ganzen Unfallhergang und wie das Ganze entstanden ist, ja, das galt es erstmal herauszufinden. Aber Unfallmechanismus so komplett wissen wir nicht. Also komplett unbekannt. Hat auch niemand beobachtet. Wir haben ihn jetzt ein bisschen Ketamin, Dormicum. Aufgrund der Schmerzen gab definitiv Schmerzen im LWK-Bereich an und Thorax-Bereich. Genau. Ja, also ich denke mal, dass er auch irgendwo stumpf noch mit auf die Leiter gefallen ist, ob die mit umgestürzt ist oder so. Auf jeden Fall lag die mit. Okay, ja? Wunderbar. Sie stehen in Bezug zu dem Herrn Kamann. Alles gut? Ja, ich kenne den Patrick eigentlich nur flüchtig. Ich habe den letzte Woche mal kennengelernt. Ja. Und ich weiß, dass seine Angehörigen in Hannover wohnen, also weiter weg. Und deswegen bin ich jetzt einfach... Okay, informiert sind die aber noch nicht. Nein, also ich habe auch keine Nummern. Wie gesagt, er hat bei uns die Außenfassade gestrichen. Okay. Und hat ihm dann einen Kaffee auf die Fensterbank gestellt. Das ist ja auch nett. Aber gesehen, wie das Ganze passiert ist, haben sie nicht. Nee, ich war einkaufen, dann kam ich wieder und dann lag er da auf dem Rücken. Aber genau, Sauerstoffvolumen habt ihr auch noch gegeben. Ja, klar. Ja. Ja, wie gesagt, jetzt so großartig Anamneseerhebung ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt. Klar, wünschenswert wäre es immer, wenn Angehörige beim Patienten dabei sind, ist dieser nicht befragbar und dann könnte man eine sogenannte Fremdanamnese durchführen. Heißt zum Beispiel, sind bekannte Erkrankungen bekannt? Das konnte die Patientin mir leider nicht leisten. Sie war nur eine flüchtige Bekannte, die den Patienten aber aufgefunden hat. Warum der Patient jedoch zwei Platzwunden hatte, konnte auch sie mir nicht erklären. Im schlimmsten Fall hat sich der 24-Jährige durch den Sturz Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen. Zudem entdeckt der Arzt im linken Auge des Mannes etwas Besorgniserregendes. Hier seht ihr ja auch diesen Fremdkörper hier. Was ist denn das? Na, ich kann das jetzt auch nicht so ganz interpretieren. Ich würde sagen, wir lassen erst mal stecken, machen erst mal einen Bodycheck. Bitte für den Herrn Kamann würde ich ganz gerne erstmal nur Mitte lösen. Ich würde kurz mal schallen, Abdomen-Thorax-Bereich. Okay. Müssen wir schauen, ob wir ihn frei schneiden können im Brustbereich. Zudem. Was meinen Sie mit frei schneiden? Also, nein, wir operieren den Herrn nicht. Nur kurz, ich möchte ganz gerne Ultraschall machen, deshalb müssen wir die Kleidung hier ein bisschen. Abdomenschallen, hast du gesagt? Genau, Abdomen- und Thorax-Bereich. Und Amelie, könntest du bitte im Röntgen anrufen für einen CT und CCT? Mhm. Ruhig, egal, beides. Notfallmäßig ruhig, unklare Sturzhöhe, junger Patient. Kamann, ja, genau. Die beidseitige Kopfverletzung gibt den Medizinern Rätsel auf, da es bei einem Leitersturz eher unwahrscheinlich ist, sich vorne und hinten zu stoßen. Sind Sie jetzt die Freundin von ihm oder eine flüchtige Bekannte? Wie war das jetzt nochmal? Wie ist das Verhältnis von Ihnen zu ihm? Bekannte hätte ich gesagt, Flüchtige, ne? Genau, ich habe ihn kennengelernt letzte Woche in einer Bar und wollten auch heute Abend eigentlich essen gehen. Ja. Naja, und dann haut sie ihn von der Leiter in den armen Kerl. Auf das Date wird die junge Frau leider noch warten müssen. Jetzt ist erst einmal wichtig, lebensgefährliche Hirnblutungen auszuschließen. Während der Maler in der Radiologie durchleuchtet wird, kümmert sich Frederik Seehauser in der Notaufnahme um eine andere Patientin. Was ist denn passiert? Seehauser, Schwester Selvia. Ich habe mich eigentlich nur beim Rasieren geschnitten. Beim Rasieren geschnitten. Ja. Okay, bestand jetzt darauf doch zum Arzt. Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Oh, das wird sehr unterschätzt. Viel Blut, was Sie da haben. Haben Sie es gar nicht ab? Ach du meine Güte, da haben Sie aber ordentlich geschnitten. Ja, nicht so weh. Sicher? Ja. Kurz nur, dass ich fragen darf, die Altersverhältnisse, wie alt sind Sie? 16. Okay, dann kommen Sie am besten gleich daneben. Ne? Dann haben wir sozusagen die Aufklärung auch gleich dabei. Ja, ich bin die Mutter, ich mache mir solche Sorgen. Ja. Ich habe gesagt, wir müssen auf jeden Fall hierher fahren, weil das blutet so stark. Also, mir das gar nicht erklären. Dass ich das jetzt ausziehe, oder? Ja, also ich wir wollen eine schon Frage da reinschauen. Nur, so, wir haben ja hier, Sie sehen ja, ich bin der einzige Mann gerade in dem Raum. Falls das ein Problem für Sie sein sollte, kann ich gerne auch eine Kollegin holen. Ich denke aber, wir kriegen das auch ganz gut zu viert gewuppt, oder? Ja. Selvia ist ja dabei. Ja.
So, dann würde ich sagen, wir helfen einmal beim Aussehen. Ich begutachte das einmal. Gerade wenn es um intime Themen geht und da die Patientin mit 16 Jahren sich gerade voll in der Pubertät befand, fand ich es ratsam, nachzufragen, ob es in Ordnung für sie ist, wenn sie von einem männlichen Arzt untersucht wird. Wenn wir die Ressourcen und Möglichkeit haben, muss man einfach da nachfragen, ob es nicht möglich oder wünschenswert ist, eine weibliche Kollegin hinzuzuziehen. Da die Patientin aber keine Probleme damit hatte, habe ich sie weiter inspiziert und untersucht. Das ist aber ordentlich. Mal schauen. Das sieht aber schlimm aus. Guck mal. Aber beim Rasieren, also ich muss mich im Gesichtsbereich auch viel rasieren, da passiert mir das auch häufiger mal, aber wenn man sich schneidet, haben sie eigentlich immer ganz, ganz glatte Wundränder. Das ist ein richtiger Cut. Leider waren hier die Wundränder sehr ausgefranst. Zudem konnte ich leichte Fibrome, also umgangssprachlich Stielwarzen, erkennen. Was die Patientin aber dort versucht hat, weil Haare konnte ich nicht erkennen, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem anderen, waren Sie schon mal wegen den Fibromen, die da noch sind, waren Sie schon mal beim Dermatologen, beim Hautarzt? Also eigentlich hatte ich versucht, die da selber zu beseitigen. Und das nochmal sieht das Ganze jetzt so aus. Ach so. Haben also, Sie die einfach weggeschnitten aus, quasi mit der Rasierklinge? Ja, nee, ich habe in einem Video gesehen, ach, das geht ja hier weiter, wie man das machen kann. Ja, ja. Unter der rechten Achsel der Patientin konnte ich erkennen, dass dort auch noch weitere Fibrome waren. Und was mich da, oder was ich da erkennen konnte, das hat mich total überrascht. Aber da hängt noch ein Faden dran. Das ist ja aber, was ist das denn für ein tatsächlich Faden? Tatsächlich. Ja. Was ist das denn? Was haben Sie denn da jetzt für eine Idee gehabt? Man sollte die eigentlich abbinden und im Nachhinein. Ist das schon im Internet so, oder wie? Genau. Ach, es gibt auch nichts, was im Internet nicht. Ja, das ist dieser Nachteil. Ich sag mal so, wenn es darum geht, beim Kfz-Auto vorne das Glühlämpchen auszutauschen, dann ist so ein Tutorial sicherlich ratsam. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, das wird in der Veterinärmedizin, bei den Tieren, wird das häufiger gemacht. Das machen die Kollegen auch dort. Jedoch muss man wirklich sagen, bei den Fibromen, und dann bin ich auch raus, muss ich ganz ehrlich sagen, kümmert sich dieselbe um sie. Bei den Fibromen muss man ganz klar unterscheiden. Das sind zwar Hautknötchen, aber welche Qualität haben diese Hautknötchen? Also beim Dermatologen werden diese abgetrennt und entfernt. Passiert meistens oder fast sogar schmerzfrei. Danach werden diese aber eindeutig untersucht, denn wir wollen ja auch wissen, wieso sind die da? Sind die da nur aufgrund von Reibungsvergrößerung auf der Fläche da? Oder vielleicht, ich will sie nicht beunsichern, können aber auch Fibrome, also diese Zellmutationen oder diese Fettknötchen, Klümpchen, die können natürlich auch eine andere Qualität haben, nicht unbedingt nur Schmerzen auslösen oder aus ästhetischen Gründen, sondern können leider eben auch eine Form von, in Anführungszeichen, Krebszellen haben, also tumorartige Zellen. Ja. Und wenn diese malignen oder benigne sind, das muss man alles unterscheiden. Das kann man selber mit so einer Zahnseide oder so einem Faden nicht machen. Also wir gehen jetzt mal nicht vom Schlimmsten aus. Das ist jetzt ungefährlich deswegen. Ja, also es ist immer gefährlich und vor allen Dingen die Seite, die jetzt so stark blutet auch. Ne? Das sind alles Eintrittspforte für Keime. Das kann sich infizieren und da können Sie wirklich richtige Probleme bekommen. Nach einer kleinen Aufklärung durch Schwester Selvia hat diese die Wunde desinfiziert und versorgt. Ich denke, damit wird es auch getan sein. Ich kann ihr eine gute Genesungsprognose geben. Und mit den Fibromen, wenn sie bei uns in der dermatologischen Sprechstunde vorstellig wird, wird ihr auch schnell geholfen sein. Wie es um den gestürzten Maler steht, sollen nun die Aufnahmen der Computertomographie zeigen. Bislang weiß niemand, was genau passiert ist. Auch ist fraglich, ob der Mann schon wieder ansprechbar ist. Wunderbar. Sie sehen es ja selber. Herr Karmann, versuchen Sie uns mal ein bisschen zu folgen, so wie Sie es noch hinbekommen. Er ist ja von der Vakuummatratze runter, ja, genauso auch von dem Stiffneck, also von dieser Halskrause. Es wurden keine knöchernen Verletzungen festgestellt, sowie keine Raumforderungen im CCT beim Kopf. Das heißt, keine Hirnblutung oder etwas anderes. Ja, das ist tolle Nachrichten. Jetzt galt es natürlich, besonderen Augenmerk auf den Fremdkörper im linken Augenlid zu richten. Denn wie der da hinkam, was er da sollte und wie der zu entfernen ist, ja, damit musste ich mich jetzt erstmal beschäftigen. Aber sagen Sie mal so, diese Scherbenmuster, das können Sie nicht erkennen. Ne? Das ist so eine leicht bläuliche Färbung, bläulich-grünlich. Können Sie nichts mit anfangen, ne? Für mich, bei der ersten Inspektion muss ich jetzt sagen, sieht es so aus, dass die sehr, sehr superficial ist. Das heißt, die Eindringungstiefe ist nicht so hoch, der Winkel ist sehr, sehr flach. Jedoch muss das natürlich entfernt werden, ist ein Fremdkörper. Und zum anderen muss ich natürlich sagen, die kleine Naht da oben, die setzen wir noch. Ne? Ja. Während Frederik Seehauser den Fremdkörper entfernt, lässt ihn die Frage nach dem Unfallhergang nicht los. Denn nach wie vor ist unklar, wie es zu dem Leitersturz und den untypischen Verletzungen kommen konnte. Genau, und nochmal, zack. So, jetzt schauen Sie noch mal. Also ich lasse den einen Anschluss noch mal an. Mhm. Aber wenn Sie mal schauen wollen, ist halt schon irgendwie, ich weiß jetzt ja nicht, was da bei Ihnen alles rumliegt, aber für mich sieht das aus wie eine Scherbe. Ja. Ja, und dann die Platzwunde am Hinterkopf, die ist mehr abgeschürft, die können wir nicht nehmen, sagte der Kollege aus der Radiologie. Ja. Ja, sieht für mich eigenartig aus. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dann muss ich das nicht, dass Sie da noch
das Klemmchen noch einzwicken. Das ist auf jeden Fall eine Scherbe. Ich sammle das mal ein bisschen. Als plötzlich die Mitbewohnerin der jungen Dame in der Notaufnahme eintrifft, um ihre Freundin abzuholen, nimmt der Fall eine unvorhergesehene Wendung. Aber Sie kennen sich grob. Ich kenne ihn gar nicht. Ich bin Ihre Mitbewohnerin. Ach, der hat gar nicht die Außenfassade gestrichen. Ja. Wenn du mit denen draußen sprichst. Pass mal auf, kommen Sie am besten beide vor die Tür. Ihr macht ihn fertig, ne? Schön Steristipp oben drauf. Kommen Sie mal ruhig mit. Wir gehen mal am besten hier rüber, ja? Wir haben einen Behandlungsraum. Das Auftauchen der Mitbewohnerin und insbesondere ihre bandagierte Hand kommen dem behandelnden Arzt verdächtig vor. Also Sie waren auch schon bei uns zu Gast, sehe ich jetzt gerade. Nein, ich habe mich nur mit dem Messer. Was ist passiert? Ich habe mich mit dem Messer geschnitten. Das hattest du heute Morgen aber noch nicht. Ja, es ist ja nicht weiter schlimm. Du hör ich mal. Ich guck mal gerade drüber. Wir machen es einfach mal so. Haben Sie mit dem Messer geschnitten? Selber eingebunden? Ja. Ach komm, wir desinfizieren das ganz kurz. Ist doch kein Akt. Das ist nicht notwendig. Nein, mach das mal. Dann entzündet sich das. Schau mal, Silvia. Die Dame hat sich heute Morgen mit dem Messer geschnitten. Ich gucke mir das ganz kurz noch mal kurz drüber. Die Dame wirkte auf mich sehr nervös. Und bei der ersten Inspektion konnte ich sofort erkennen, dass es sich hierbei nicht um eine Schnittverletzung handelte. Was haben Sie denn da? Was haben Sie denn für ein Messer? So eine Keramikscheibe. Hast du ein Pinzettchen noch? Ja. Das sieht einfach nicht nach einer Schnittwunde aus mit einem Rotmesser. Ich glaube, wenn ich das in das ist, glaube ich, auch eine Fremdwunde, die sie da drin haben. Oh, ich danke dir. Vor allem sieht das auch nach einer Scherbe aus. Nee, sowas hatten wir ja eben schon mal. Also jetzt konnte ich das hier ganz gut isolieren. Oh, jetzt fällt es hier schon runter. Schau mal, ich würde es einfach mal so in deine Kompresse reinlegen. Selber, darf ich dich hier oben drauflegen? Ja, leg sie ruhig oben drauf. Wenn Sie mal schauen wollen. Das ist eine Scherbe, das ist kein Brotmesser. Das ist auch kein Brotkrümel, das ist ein bisschen härter. Ja, okay. Was ist denn passiert? Können Sie ein bisschen Licht ins ganze Dunkle bringen? Ja, ich habe ihn für einen Einbrecher gehalten. Nein. Ja, passen Sie mal auf, Folgendes. Der Leitrein ist ja der Herr Karmann. Ich würde sagen, Sie erklären Ihnen das halt auch am besten. Du gibst dir was in die Griffe hier rein zum Desinfizieren. Die Scherbe tun wir in eine Kompresse rein. Scherbenfahr, du kannst doch nicht da. Oder ich nehme die mit, ich kann das Corpus Delicti sich auch angucken. Jetzt kommen Sie mal mit. So, kommen Sie mal mit. Also, dass die Frau ihm die Vase an den Kopf geworfen hat, das kann ich sehr gut verstehen, wenn man nicht weiß, wer das ist. Also, ich denke, dass jeder von uns so reagiert hätte oder in irgendeiner Form sich bedroht gefühlt hat. In unserer Nachbarschaft ist eingebrochen worden. Und als ich nach Hause kam, es war alles dunkel soweit. Und ich bin dann in die Küche gegangen, habe was gehört, drehe mich um und dann hängt er plötzlich im Fenster. Dann habe ich mir ganz einfach die nächstbeste Vase gegriffen und... Ja, das ist leider die Übeltäterin. Ich habe was gegen den Kopf bekommen oder so. Ja, das haben wir jetzt auch rausgekriegt, Herr Karmann. Das war ich, es tut mir tierisch leid. Ich hab das wäre mir wahrscheinlich auch passiert. Wer ist das? Ist das ich bin Ihre Mitbewohnerin. Ich habe dich für einen Einbrecher gehalten. Alles gut. Ja, aber gut, das kann echt passieren, weil sie den nicht kennt und ich weiß, wer es ist. Folgendes, da wir jetzt auch gleich weitermachen müssen. Reichen und ich... Ja, Herr Karmann, ein bisschen streichen. Der ist noch ein bisschen akzidiert, nicht wundern. Ja? Ja. Glücklicherweise, er wird jetzt in den nächsten paar Stunden immer mehr aufklären. Hey, mach dir keine Gedanken, alles cool, okay. Also, das hat mich die ganze Zeit gewundert, warum sie nämlich zwei offene Stellen hatten. Ja? Einmal zum einen die Platzwunde hier im Augenlid und im vorderen Stirnbereich, die wir chirurgisch versorgt haben. Zum anderen diese Abschiffung im Hinterkopf. Das erklärt natürlich einiges. Ja. Sie haben den Maler beauftragt, um den sie sich jetzt hier auch, muss ich sagen, mehr als rührend gekümmert haben. Sie kennen den Mann nicht. Also ich habe das so verstanden, dass das eine Liebesaffäre war, dass die beiden sich neu kennengelernt haben. Es war eine Romanze und dann daraufhin hatte er natürlich auch Zugang zu dem Haus, dass er das Haus anstreichen konnte. Nur die Freundin wusste nichts davon und so kam es dann dazu, dass sie ihn für einen Einbrecher gehalten hat. Ich weiß nur, dass ich das ins Gesicht bekomme. Ja, folgendermaßen. Ich würde Sie bitten, dass Sie noch vielleicht, sobald er mehr aufklärt, auf dem Zimmer noch mal bei ihm bleiben. Ja, und das noch mal vielleicht ein bisschen Fall erklären. Ja. Kann ich das sehen? Linkes Auge. Ja, das war alles ganz nur auf dem Augenlid, ganz superficiell. Das Auge selber, der Glaskörper war nicht beeinträchtigt. Okay. Sie erklären ihm das alles und ich denke mal ganz ehrlich, mit einem Abendessen und einer guten Entschuldigung ist die ganze Sache getan. Oder, Herr Karmann, ist ja nichts passiert eigentlich? Ich hatte keine Sorgen, ich bin selber entschuldigt. Und streichen tut er das nächste Mal fertig. Ich muss mich leider empfehlen. Der nächste Notfall ruft. Glücklicherweise hat der Maler sowohl den Schlag mit der Vase als auch den Sturz von der Leiter gut überstanden. Bereits nach 2 Tagen konnte der 24-Jährige das Krankenhaus verlassen. Auf eine Anzeige wegen Körperverletzung will er verzichten.